Hey Leute, hier ist wieder Wissen aus Berlin. Heute kocht ihr mit mir zusammen. Yay! Habt ihr schon Lust drauf? Ich zeige euch, wie einfach es geht, einfach schönes, leckeres, veganes Gericht zu kochen. Und dass ich mir da auch nicht immer so den Kopf mache, sondern einfach mein Essen veganisiere. Sozusagen alte Verhaltensmuster oder Essens. Also Essen von früher einfach auf vegan mir koche, was ich früher auch gerne gegessen habe. Ja, jetzt schaut zu. Jetzt zeige ich euch erstmal die Zutaten, was ich da alles habe. Einmal Champignons, braune. Ich liebe Champignons. Dann haben wir hier einmal Sojacreme, einmal Petersilie, Spinat und eine Zwiebel, eine rote. Rote Zwiebeln sind gesund. Wir haben ganz viel Antioxidantien. So, alles was rot ist, ist gesund in der Nahrung. Ja, und gerade Champignons mit momentan Vitamin D, ne? Also das sind auch gute Vitamin D-Lieferanten. Okay, dann starten wir mal zu kochen. Also erstmal wird alles klein geschnippelt. Also wie mache ich die am besten klein? Und zwar so. Seht ihr, ich kann zaubern. Ich wollte noch sagen, die kann man voll lecker auch schon roh essen. Die schmecken sowas von gut. Sind Bio-Champignons. Daher schmecken die so vorzüglich. Das habe ich jetzt bereits auch an klein geschnitten. Angebraten schon, sage ich. Klein geschnitten und jetzt wird das alles angebraten. Und ja, und dann kommen noch Kartoffelbrei. Da habe ich eine Fertigpackung und Spinat. Ah ja, das muss ich auch noch auftauen. Yes, und das war's. Also, jetzt seht ihr mir beim Braten zu. Wie immer mache ich mal ein bisschen klein wenig Olivenöl rein und streiche das dann mit der Pinsel. Mit einem Pinsel, sodass es schön verteilt wird in der Pfanne und man nicht zu viel Olivenöl mitnimmt. Verwenden muss. Das geht eigentlich, gibt auch ein bisschen Geschmack, das Olivenöl. Aber es ist jetzt überall verteilt, sodass ich nicht so viel davon brauche. Und dann mache ich mal mein Herd an. Erstmal die Zwiebeln. Aber noch nicht heiß genug. Mir ist kalt. Kann man sich schön aufwärmen. Boah, ist das schön warm. Ist euch auch so kalt jetzt im Winter? Mir so kalt. So, noch nicht. Schalt ein, wenn es warm ist. Okay, jetzt brate ich die Zwiebeln an. Ganz easy peasy, nicht so in Streifen geschnitten. Ach, ich liebe gebratene Zwiebeln. Die sind immer so schön karamellisiert und schmecken so lecker. Und mir so kalt. Also das Rezept ist echt so einfach. Und das hier, diese Sojacreme, ersetzt natürlich das normale, aber da ist kein geschmacklicher Unterschied. So, ich schalte ein, wenn ich jetzt die Champignons anmache. Okay, mache ich gleich die Champignons rein. Also, mal anbraten, das Öl, das muss natürlich nicht Olivenöl sein, das kann jedes Öl benutzen. Man muss auch nicht rote Zwiebeln nehmen, man kann jede Art von Zwiebeln. Je nachdem, was ihr gerne mögt. Man muss sich halt überlegen, was man ersetzen kann. Und das ist zum Beispiel diese Sojacreme. Alles andere sind eigentlich normale Sachen, die nichts Tierisches haben. Dadurch ist das Essen vegan. Weil sonst nichts anderes. Also nur diese Sojacreme wäre etwas,
normalerweise ein tierisches Produkt und da ist ein Ersatzstoff. Von daher, ja, kann man darauf verzichten. Man muss aber auch nicht so einen Ersatzstoff nehmen. Man kann zum Beispiel irgendein Nussmilch nehmen, Cashewnuss, und das mit etwas Wasser anrühren und dazu vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft. Und da hat man auch eine gute Soße. Also schön kreativ sein und dann schmeckt das Essen. Okay, jetzt mache ich die Basilie rein. Und hier diese Babyspinat. Man muss aber nicht Babyspinat reinmachen. Nur die Champignons alleine würde es auch tun. Das würde auch lecker schmecken. Aber ich mache einfach Spinat. Und wenn ich schon die Pfanne, anschmeiße und Champignons anröste, dann mache ich so einen Mix daraus. Ich finde, das schmeckt lecker. Guck mal euch die Farben an. Und jetzt lässt der Spinat natürlich ein bisschen Wasser, aber das macht nichts. Die Soße hat ja sowieso ein bisschen Flüssigkeit und daher, das wird dann alles verdampfen. So, was machen wir noch rein? Ein bisschen Salz. Also groß würzen tue ich jetzt hier nicht, weil die Petersilie kriege ich mal. Und schwarzen Pfeffer aus Gemüse. Ich liebe Champignons, ich liebe das einfach. Boah, lecker, lecker, lecker. Und ich liebe Spinat. Darum mache ich das gleich. So. Okay. Jetzt mache ich noch die Soße dazu. Und dann haben wir schon den ersten Teil des Essens. Und der zweite Teil, der kocht sich eigentlich von selber. Das geht ganz schnell. Und das Gute ist, das hat nur 9,5 Gramm Fett, also es ist auch nicht besonders fettig. Daher spart man sich auch ein bisschen Kalorien. Und da ich jetzt nicht so viel reinmache, das sind 200 Milliliter, ich mache die Hälfte, sind das auch wirklich nur 9,5 Gramm Fett, die ich dadurch zu mir nehme. Nachher mache ich dann einfach noch ein bisschen Hefeflocken drüber und dann wird es nochmal ein bisschen cremiger. Hefeflocken geht überall. So, das ist jetzt fertig. Und jetzt kommen die anderen Sachen. Ich mache jetzt noch Kartoffelbrei dazu. Ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte noch einen Spinat machen. Aber ich finde hier schon Spinat drin und das ist schon so eine große Masse. Also mache ich nur diesen Kartoffelbrei dazu. Und das ist der Kartoffelbrei. Und der ist besonders cremig, weil da ist mit, ich habe ihn mit Sojamilch gemacht. Und ich habe Muskatnuss noch reingerieben und habe Muskatnuss und Pfeffer, Salz, ja, und Hefeflocken, genau. Ich weiß, ihr wollt noch sehen, wie es mir schmeckt. Das wird jetzt auch gemacht. So, etwas von dem hier. Alles dampft. Champignons, lecker. Und der Kartoffelbrei. Ein bisschen in die Soße eintunken. Lecker, lecker. Schmeckt so gut.
Ihr seht, so einfach geht das mit den mit dem Kochen. Und man kann viele Sachen einfach nachkochen und veganisieren. Also was man sonst mit tierischen Produkten machen würde. Und es schmeckt genauso gut. Dadurch spart ihr aber Cholesterin, ne? Euer Cholesterin ist dann nicht so hoch. Und ja, Hormone. Aber jetzt esse ich weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, einen Daumen nach oben. Falls nein, einen Daumen nach unten. Über Kommentare würde ich mich freuen. Und fandet ihr das Essen lecker zum Beispiel? Und ansonsten die Glocke aktivieren und Abo nicht vergessen, falls ihr kein Abonnent seid und noch mehr Videos von mir sehen wollt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!